Ein historischer Tag für die Stadt Schwerin und die Schweriner Sportler. Am Mittwoch wurde eine Zeitkapsel in das künftige Fundament der neuen Leichtathletikhalle am Lamprechtsgrund von der Oberbürgermeisterin persönlich eingemauert. Nicht nur Angelika Gramko zeigte dabei außerordentliches Geschick. Der blitzschnelle Baufortschritt ist einer gelungenen Zusammenarbeit zwischen Politik und Wirtschaft zu verdanken. Dankenswerterweise haben wir, weil es Brandstiftung war, durch die Versicherung die vollen Kosten erstattet bekommen, sodass wir jetzt eine Planung haben. Und dann haben wir ein Unternehmen hier am Standort mit Herrn Scheibler als Geschäftsführer, die dafür Sorge getragen haben, dass schnell geplant wird und wir jetzt gemeinsam mit den Unternehmen die Halle wieder aufbauen können. Die Sparkasse Mecklenburg-Schwerin wird auch die neue Sportstätte unterstützen mit eigener Außenwerbung. Rein äußerlich wird man unser Logo erkennen können in verschiedenen Farben, einmal weiß, einmal rot, je nach Untergrund der Halle. Aber viel wichtiger ist für uns eigentlich das, was dahinter steht. Also die Sportförderung ist natürlich neben sozialen und sonstigen Projekten, die wir gerne im Landkreis und vor allen Dingen auch in der Stadt hier fördern, für uns ein ganz, ganz wichtiger Baustein. Anfang nächsten Jahres soll die neue Laufhalle an die Leichtathleten feierlich übergeben werden.